Einen wunderschönen guten Nachmittag oder guten Mittag nach Österreich, liebe Team Inside Freunde. Heute 12. August, dritte Etappe von Sinès nach Loulé. Und wie ihr im Hintergrund seht, genau richtig, heute sind wir das erste Mal hier direkt am Meer. Angenehme 25 Grad, eine leichte Brise. Es ist einfach ein bisschen wie im Urlaub. Morgen haben wir ungefähr Stunde 30, Stunde 40 Anfahrt gehabt daher und sind jetzt, wenn ihr auf der Karte schaut, etwas südlich von Lissabon und fahren noch weiter in den Süden hinunter nach Loulé, eine, wie ich mir sagen lassen habe, eine schöne alte Stadt, noch aus der Seefahrerzeit der Portugiesen gelegen. Sie machen da eine richtige Werbung darum, ich habe ein bisschen nachgelesen, seit 30 Jahren wie das erste Mal bei der Vuelta dabei. Und die Leute, ich glaube, da oben wird richtig was los sein, weil das wird richtig zelebriert hier, das Loulé. Das wird interessant. Wo sind wir jetzt? In Sinès. Ich drehe mich mal ein bisschen rum. Ihr seht da oben auf der Erhebung das kleine Dörfchen oder das kleine Örtchen. Warum sage ich klein? Wir haben es mit dem Teambus gerade erlebt. Und auch die Freundlichkeit der Portugiesen uns gegenüber. Die Beschilderung war südländisch typisch und wir sind natürlich nach dem berühmten Navi gefahren. Man kennt ja sonst keine Karten mehr heutzutage. Oh Gott, wir haben eine Karte dabei. Aber ja, es war schon ganz schön eng. Und die Stromleitungen, so ja, der Balkon auf Höhe von, ja, von der Hälfte der Scheibe bei unserem 4-Meter-Bus war schon interessant. Und wir haben heute natürlich auch rückwärts schieben müssen und so Geschichten. Aber es war ganz lustig, hier mal runterzufahren. Ja, also heute 199,8 Kilometer. Die Topografie ist okay. Man rechnet hier mit Rückenwind die ganze Zeit. Es ist auch im Moment so, dass der Wind eher vom Norden kommt. Man denkt immer, es kommt vom Meer, aber im Moment kommt es doch eher vom Norden. Was uns natürlich, oder was das ganze Rennen ziemlich schnell machen dürfte. Es wird zum Schluss hin dann wieder so wie gestern auch ein bisschen bergig. Loulé liegt ein bisschen in der Erhöhung. Und auch zum Schluss gibt es nochmal ganz, ganz trickige Stellen in den letzten 3 Kilometern, wo es wirklich, wirklich zur Sache geht. Aber man wird euch da sicher, ihr könnt euch da sicher das ein oder andere auch noch aus dem Netz rausziehen, um das ein bisschen zu sehen. Wie gesagt, Start ist heute um 12.15 Uhr, Ortszeit 13.15 Uhr zu Hause. Könnt ihr natürlich wieder live verfolgen im portugiesischen Fernsehen. Heute wird es sicher interessant. Wir haben gestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber gestern war natürlich der Wahnsinnstag für das ganze Team, Lucky Meiler und auch dann zum Schluss der Lukas Rück auf den 14. gefahren. Sie haben alle eine mega, mega, mega Arbeit geleistet. Gestern auch auf der Windkante gefahren. Ich habe vor uns gerade in der Teambesprechung im Bus auf der Herfahrt wurde das auch nochmal explizit gelobt von Werner Salmen, dass sie sich endlich mal getraut haben oder jetzt getraut haben, nach den langen Trainingsgeschichten das mal zu machen. Und sie haben den Portugiesen wirklich gezeigt, wo der Hammer hängt. Jetzt heute Morgen sind wir dahergefahren ins Fahrerlager, da haben wir uns schon mal alle ganz freundlich gegrüßt. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, oder? Und jetzt schauen wir mal, was heute auf uns zukommt. Das wird interessant. Ich schaue mal noch, ob ich den Luki oder den Lukas Meiler, Lukas Rück noch ans Handy kriege, um ein kurzes Statement zu gestern abzugeben. Aber wer auch gestern noch ganz besonders hervorzuheben ist der Benzi. Der Benzi hat mit der Hitze hier richtig massiv Probleme, das liegt ihm überhaupt nicht. Aber er hat gestern gearbeitet wie ein Tier, also der hat richtig, richtig was geleistet für das ganze Team. Und wenn man Fotos anschaut, er ist immer an erster Position und schützt sein ganzes Team von vorn. Das ist schon Hut ab. Er ist gestern im Bus gekommen und er war einfach komplett fertig. Und da gäbe es noch einen Tipp an irgendeinen kleinen Sponsor, der vielleicht so cool Westen hat und Interesse hat, beim Team Vorarlberg einzusteigen. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Gerade bei so Rennen ist das natürlich sensationell. Also an all da draußen, die so Kühlwesten haben, irgendwie noch im Lager liegen und sie gern präsentieren würden wollen, bei Profis da am Team, dann wäre das natürlich ganz sinnvoll. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich schaue, dass wir ein paar Impressionen einfangen heute wieder und wir uns dann später nochmal hören. Ich denke, dass ich noch 1-2 Interviews bekomme. Also bis dann. Ciao. So, wie versprochen gerade, direkt vom Meer, jetzt hier mit Lukas Meiler. Lukas, du hast gestern ja kein Trikot geholt, aber Competition-Werbung oder Wertung aktivster Fahrer und was war das andere? Das ist so eine Kombinationswertung aus Bergpunkte, Sprintpunkte und Gesamtklassement. Da bin ich jetzt Führender. Ja,
Also, eine Riesenflasche Shampoos gespritzt hat er gestern auch. Er hat gerochen wie ein Formel-1-Fahrer, wo er zurückgekommen ist. Lukas, wie war es gestern? Erklär mal kurz das Thema, was ihr gestern hattet. Wie war das mit dem Thema Windkante? Ihr habt das lange trainiert und ihr habt das gestern, der Werner heute sagt, heute das im Bus, ihr habt das erste Mal richtig geil umgesetzt. Was ist das Thema? Nur, dass unsere Zuschauer das verstehen. Was ist da? Also, Windkante ist im Grunde, wenn Seitenwind ist, dann geht irgendwann der Windschatten ja aus, wenn man am Straßenrand ist. Und das kann man natürlich ausnutzen, um das Feld in mehrere Gruppen zu teilen. Das haben wir gestern eigentlich ganz gut gemacht. Das Einzige war, es war vielleicht ein bisschen zu wenig Wind und hat immer wieder Wind geschützt. Trotzdem hat es mal drei Gruppen, glaube ich, gegeben im Feld. Und es ist halt dann auch keine Mannschaft mit eingestiegen gestern, dass das dann doch irgendwann wieder zusammengelaufen ist. Aber die Situation haben wir ganz gut genutzt und haben wir technisch gut gemacht. So. Ja. Ich glaube, die anderen waren ein bisschen überrascht. Was ja, da ja, abgeht die, auf einmal. Die haben wir da voll auf dem kalten Fuß erwischt. Das war vielleicht auch das Problem, dass keiner mit eingestiegen ist, weil einige dann ja so durch abgehängt waren. Ja, genau. Super. Ja, da war gestern noch, du bist dann ziemlich lange vorne gefahren. Das war ja, also das war echt ein gigantischer Ritt, ich glaube, vom ganzen Team. Ich habe uns auch gerade gesagt, es war zum Schluss hin, wo du dann in die Stadt rein, da haben wir gestern gesprochen, auch wo die hinter die ich kurz eingeschlafen haben, war es echt glatt, oder? Da war, man hat es im Fernsehen auch gesehen, das sind zwei, die sind abgegangen, da war wie Wasser, aber war kein Wasser, das war so schwierig im Moment. Ja, ich glaube halt auch, wenn man jetzt an Küstennähe ist, ist einfach die Straße so speckig und richtig rutschig. Doch, ich habe es zufällig gesehen am Kameramotorradl, das ist beim Anbremsen leicht gerutscht, dann habe ich schon gewusst, okay, da ist rutschig. Und da war das Feld schon mal ziemlich knapp hinter mir dran und habe mich umgedreht. In dem Moment sehe ich, wie zwei oder drei Fahrer da gerade sich gerade schmeißt. In dem technischen Part habe ich dann wieder ein bisschen Zeit rausfahren können, aber klar, es war gestern schwer, vor allem alleine mit dem Gegenwind zum Schluss. Aber ich denke, wir haben eine coole Leistung gestern gezeigt, haben uns auch präsentiert. Und ja, da sieht man, dass man da ein bisschen vorausschauend fahren muss, wenn du ein bisschen Motorrad siehst, die Profis, die schauen da auf ganz kleine Sachen auch, wenn was da abgeht. Wie kurz zu heute, 199 Kilometer, wird glaube ich nochmal interessanter am Meer entlang, oder? Ich glaube, heute ist die längste Etappe. Ja. Zum Anfang Start am Meer, er sagt Rückenwinde zum Anfang, kann sein, dass man noch ein bisschen Seitenwind ist in der Mitte von der Etappe, sonst die erste Hälfte eigentlich unspektakulär, aber man muss ja trotzdem immer wachsam sein. Gell? Oft passiert auf solche Etappen, die vermeintlich einfach sind, dann doch irgendwas. Man muss immer wachsam sein. Ja, super. Teamleistung gestern sensationell. Ich habe auch vor uns kurz erklärt, der Benzi hat ein bisschen Probleme mit der Hitze, aber er opfert sich extrem auf. Ich glaube, das ist für dich als Team wieder auch richtig wichtig, dass man so einen Mann, so einen Arbeiter mit dem Team hat, oder? Gratulation für das Ganze. Also Benzi, wirklich gut. Ja, in dem Fall viel Erfolg heute. Viel Spaß. Danke. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Am Strand von Sines mit Moran Vermeulen und wir haben eine kurze, jetzt fangen wir mittlerweile an, jetzt haben wir kurzen Werbespot. Und zwar, Moran, bitte. Genau. Na, wie es wahrscheinlich wisst, ist in Portugal natürlich abartig heiß. Ja, wir kriegen heute wieder plus 40 Grad über die 5-Stunden-Rennzeit, die wir haben. Und haben wir natürlich mit unserem Sponsor Diana ein Top-Produkt. Also wir haben da eigentlich zwei Produkte, die wir hauptsächlich verwenden. Einmal das Balsam, ja, und einmal den Kühlspray hier. Und zwar, ich zeige euch kurz, wie ich das verwende. Ihr habt einfach eine halbvolle Wasserflasche, ja. Da habe ich von dem Kühlspray einige kräftige Sprühstoße reingegeben. Gut gemischt, stecken wir noch ins Trikot rein. Und dann kurz beim Start leere ich mir hier vorne drüber. Und das hat dadurch, dass da das Menthol auch noch drin ist von Diana, einen extremen Kühleffekt und sorgt dafür, dass wir ein bisschen länger kühl bleiben. Das zweite ist das Balsam von Diana, ja. Das ist super, das haue ich mir nachher in den Nacken rein. Dann nehmen wir einfach einen guten Schub, sage ich mal, schmieren wir das in den Nacken rein. Und dann beim Start und während dem Rennen kriegen wir nämlich vom Team aus so Eisbeutel. Ja. Das sind ganz normale Stoffsäcke mit Eis drinnen. Die haue ich mir dann unter das Trikot in den Knack rein. Und dadurch, dass das Balsam schon aufgetragen ist im Knack, kombiniert sich das mit dem Eis und hat noch einmal einen extra Kühleffekt. Ja. Also das ist das, was uns durch so heiße Tage durchbringt. Schlag auf Schlag da, in Sines, direkt am Meer. Jetzt habe ich den Lukas rück. Lukas, von der WM gekommen in Schottland, oder? Jetzt ja, da nach genau. Portugal. Heute heißt es, durch die wärmste Region von Portugal fahren wir. Wie ging es mit der Umstellung oder ist es schon? Ja, nein, ich glaube der erste Tag, wo ich angekommen bin, war ein bisschen heikel, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und wir sind super unterstützt vom Team aus mit viel Eis und so. Und ja, das heißt so lange wie möglich kühlen, ja, für uns. Ja. Schöne Rundfahrt für dich bisher.
Das glaube ich, die Leute sind nett und wirklich sehr. Ja, mega cool, wirklich viele Leute am Straßenrand, das macht wirklich Spaß zu fahren und super cool. Ja, es ist echt eine wunderschöne Gegend, das sehen wir auch immer, also vom Team her, was wir so erleben mit den Leuten, ist echt wirklich schön. Du bist, ganz kurz, wie war es gestern für dich? Gestern war ja sensationell, oder? Ich meine, das war ja wirklich vom ganzen Team eine mega Leistung, ich meine, die Tage davor auch schon. Aber gestern habt ihr mal richtig gezeigt, was abgehen kann hier unten, oder? Ja genau, es war eine super Etappe für uns, wie gesagt. Ich meine, wir versuchten die Windkante zu eröffnen und ich glaube, sie haben gesehen, dass wir, wenn es eine geben wird, dann dass wir vorne mit dabei sind und dass wir eine starke Mannschaft sind. Und dann, wie Luki im Finale noch attackiert hat, war wirklich eine sackstarke Leistung und wir freuen uns auf heute. Ja. Ja. Heute längste Etappe, wie geht es ran? Was ist? Vielleicht kannst du über Geheimnisse verraten. Was ist geplant? Ja, sicher. Zuerst ist das Geheimnis möglichst lang kühlen, weil es wird extrem heiß, wie du gesagt hast. Das ist die heißeste Region hier in Portugal. Und danach werden wir mal ein bisschen defensiver fahren versuchen als gestern, weil die Rundfahrt ist noch lange und wir sind erst bei Tag 4. Und es geht noch eine Weile. Ich habe es vorhin mal kurz angesprochen in meinem ersten. Also, wir sind auf der Suche nach Sponsoren mit kühlen Westen. Oder unterstützt du das? Ja, da bin ich sofort dabei. Wir sind zwar schon super unterstützt mit dem Superbus und wir brauchen sehr viel Eis, sehr viel Wasser, aber Kühlwesten wären perfekt. Ja, schon nochmal so eine Top-Geschichte, oder? Also, an alle da draußen. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß, Ricky. Danke. Und viel Erfolg. Dir auch. Guten Tag. Bus, mach's oder? Gut. Ciao. Ciao. Danke dir. Ciao. Also, Team Insight, Lukas Rück, 12.15 Uhr geht's los. Jetzt haben wir es hier, Ortszeit 12 Uhr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns dann sicher im Zielbereich. Ciao.